Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen guten Start in die Woche. Wie gesagt, diese Woche alles ein bisschen später. Ich schaffe es zeitlich leider nicht eher, diese Woche ein Video zu machen. Ab Freitag, beziehungsweise ja, Freitag sollte es dann wieder normal sein. Ich würde sagen, wir starten jetzt gleich mal in den Content rein. Und zwar fangen wir an wie immer mit Bitcoin. Und erstmal, weil viele in der Gruppe auch gefragt haben, wie habe ich momentan mein Fibonacci-Level gezogen. Und zwar, ich habe es hier gezogen bei ungefähr 59.630. Dort war unser letztes signifikantes Hoch, sage ich mal. Und dann von unserem letzten Low bei ungefähr 29.000 US-Dollar. Momentan traden wir bei ungefähr 47.800, 47.700 US-Dollar, genau in unserem Bereich hier des Golden Pockets. Wir haben es gestern kurz mal durchbrochen, da habe ich euch auch in der Telegram-Gruppe auf dem Laufenden gehalten. By the way, der Link ist wie immer unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr Bock habt, kommt gerne in die Gruppe. Feedback ist auf jeden Fall bisher immer positiv. So, genau, momentan sind wir im Golden Pocket-Bereich. Ich gehe jetzt mal ganz kurz in den 2-Stunden-Chart, damit wir es mal ein bisschen besser sehen und mache kurz mal die EMA Ribbons aus. Und zwar momentan sieht es wirklich ziemlich nach Konsolidierung aus. Wir traden hier eigentlich so die ganze Zeit in so einer Range zwischen 47.000 und 48.500 US-Dollar. Was jetzt mein Plan ist, die nächsten Stunden bzw. Tage. Weiterhin denke ich, dass wir hier nochmal runterkommen könnten, hier in dem Bereich des 0,5er Fibonacci Retracement Levels bei ungefähr 44.500. Oder hier in dem Bereich des Monthly Pivots bei ungefähr 45.400 US-Dollar. Hier würde ich dann gerne einen Bounce sehen, egal jetzt von welchem Level, ob vom 0,5er oder vom Monthly Pivot. Und dann hier nochmal in Richtung des R1 auf jeden Fall. Und dann auf jeden Fall das Golden Pocket bestätigen. Warum möchte ich das? Und zwar, wir haben immer noch übergeordnet hier unser mögliches Inverse Head and Shoulders. Würde perfekt hier aussehen. Es könnte jetzt natürlich sein, dass wir hier noch ein bisschen seitwärts traden, auch um den RSI ein bisschen weiter abzukühlen. Im 1-Stunden-Chart sieht das relativ gut aus. Jetzt gehe ich doch nochmal ganz kurz in den 4-Stunden-Chart. Hier sind wir momentan bei ungefähr 57. Wenn wir noch weiter runterkommen würden und hier dieses Inverse bilden würden, wäre es ganz gut, dann hätten wir einen Retest auf unserer 4-Stunden-RSI-Neckline und das wäre auf jeden Fall bullish zu werten. Die nächst höheren Preisziele wären dann auf jeden Fall hier dieses 0786er bei ungefähr 53.180 US-Dollar. Auch hinter dem Aspekt, da kann ich jetzt mal ganz kurz in den Daily-Chart gehen. Weil wir übergeordnet sollten wir jetzt das Fibonacci-Retracement-Level hier von unserem letzten All-Time-High bei ungefähr 65.000 US-Dollar ziehen. Bis hier runter wäre unser Golden Pocket weiterhin hier, genau da, wo jetzt unser 0786er ist. Nur halt mit einem größeren Timeframe, sage ich mal. Also das sind auf jeden Fall die Zonen, dass wir endgültig wieder in den Bullenmarkt einsteigen. Unbedingt hier diese 53.800 US-Dollar, beziehungsweise auch ein bisschen höher, beziehungsweise niedriger, wenn wir das alte Golden Pocket auf jeden Fall noch mit reinnehmen. Das sind auf jeden Fall die Zonen, die die nächsten Stunden und Tage auf jeden Fall zählen. Was ich auf jeden Fall dann sehen will, ist nochmal deutlich ansteigendes Volumen, damit wir hier wirklich in Richtung unser altes All-Time-High gehen. Hier liegt auch, by the way, unser Monthly R3-Widerstand. Also das wird nochmal so die Entscheidungsphase werden jetzt in den nächsten Tagen. Sollten wir wirklich so schnell wieder steigen können. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir gleich mal zu Ethereum rüber. Ethereum verhält sich momentan genauso wie eigentlich geplant. Wir sind über das Golden Pocket gekommen, sind am 0786er rejected worden und momentan sieht es danach aus, als würden wir das Golden Pocket als Support bestätigen. Da möchte ich jetzt auf jeden Fall sehen, erstens, dass wir deutlich ansteigendes Volumen kriegen. Wir haben hier auch schön im 4-Stunden-Chart, sieht man das deutlich, den RSI auf jeden Fall schon mal als Support genutzt, was mir sehr gut gefällt. Sollten wir jetzt nochmal bei Bitcoin Abverkauf erleben, so in die Richtung, wo ich euch gerade gesagt habe, dann könnten wir auf jeden Fall nochmal mit tieferen Kursen rechnen, aber ich denke, hier in dem Bereich der 3000 US-Dollar wird dann auf jeden Fall Schluss sein. Ziehen wir jetzt mal 10% vom Bitcoin-Kurs ab, dass wir so in unserem Bereich des 0,5ers kommen oder des Monthly Pivots, kommen wir auch hier bei Ethereum ungefähr in den Bereich der 3000, 3100 US-Dollar. Da würde ich dann gegebenenfalls nochmal eine neue Long-Position eröffnen und da müssen wir jetzt erstmal weiterschauen. Momentan sieht das alles so wie geplant aus. Nächstes Ziel ist auf jeden Fall das 0786er, das zu durchbrechen und dann Richtung 3600 US-Dollar zu kommen. So, dann schauen wir uns Cardano an. Cardano gefällt mir momentan überhaupt nicht. Das W ist auf jeden Fall jetzt hinfällig, nachdem wir jetzt hier auf jeden Fall wieder runtergefallen sind. Momentan sieht es wirklich danach aus. Wir haben hier eine Range. Wir traden hier die ganze Zeit in den Bereich zwischen 2 Dollar und ungefähr 2,30 Dollar. Hier diesen Wick mal rausgenommen. Aber hier unsere Widerstandszone muss auf jeden Fall durchbrochen werden. Einerseits die Widerstandszone, andererseits der Monthly Pivot. Vorher werden wir wahrscheinlich weiterhin seitwärts laufen. Darauf wird es hinauslaufen. Wir haben hier unsere dicke Supportzone noch. Wie gesagt, ich habe bei 2 Dollar hier habe ich nochmal Spot nachgekauft, also für mein HODL-Portfolio.
Trades bin ich momentan bei Cardano in keinen drin, weil mir das einfach momentan nicht gefällt. Wir haben weiterhin diese rote Downtrend-Linie, sind jetzt wieder drunter gefallen, also hatten hier eine leichte Bestätigung, aber das Volumen sehen wir hier unten deutlich, ist weiterhin abfallen. Würde ich ehrlich gesagt momentan in keinen Trade reingehen, außer wir kommen hier nochmal in diese 2-Dollar-Marke, US-Dollar-Marke. Dann könnte man sich nochmal überlegen, in den Trade reinzugehen, aber momentan ist es für mich nichts, wo ich sage, ja, da setze ich jetzt all in rein, würde ich auf jeden Fall nicht empfehlen. So, dann gucken wir uns auch mal Solana an. Solana habe ich ja vorhin, glaube ich, in der Gruppe gepostet. Momentan sieht es danach aus, als würden wir das Golden Pocket als Support bestätigen. Gefällt mir richtig gut. Wir haben den Monthly Pivot hier einigermaßen, wahrscheinlich auf jeder Börse wieder ein bisschen anders, haben wir auf jeden Fall hier als Support bestätigt. Momentan das Golden Pocket auf jeden Fall als Support bestätigt. Jetzt möchte ich auf jeden Fall einen Run hier in Richtung des 0786er sehen und dann endgültig auf jeden Fall hier in dem Bereich der 200 US-Dollar, weil da unser Monthly R1 Widerstand auf jeden Fall noch im Weg ist. Das sind jetzt erstmal meine Preisziele bei Solana. Wie gesagt, wir könnten hier auch nochmal einen Bounce in Richtung des Golden, in Richtung des 0,5er Retracements sehen, bei ungefähr 140 US-Dollar. Aber momentan sieht es noch relativ gut aus. Das Einzige, was mir auch hier nicht gefällt, ist wirklich immer noch kein richtiges Volumen hier im Markt. Also da muss auf jeden Fall mal deutlich mehr reinkommen. So, VeChain tut sich eigentlich auch nicht viel momentan. Wir sind hier kurzfristig über den Monthly Pivot gekommen, konnten das nicht halten, wurden dann wieder ein bisschen abverkauft. Hat auch dem RSI hier ganz gut getan auf dem 4-Stunden-Chart. Sieht jetzt wieder relativ neutral aus, also da könnten wir eventuell nochmal einen Pump-Versuch starten. Aber wie gesagt, da müssen wir auch gucken, was Bitcoin macht in den nächsten Stunden. Sehen wir da nochmal eine Korrektur oder gehen wir dann wirklich nach dieser Konsolidierung, in der wir uns momentan befinden, wirklich nochmal ein bisschen höher und vergessen dann auch das Inverse Head and Shoulders. Gut, dann zum Schluss können wir uns auch nochmal IOTA angucken. IOTA, ziemlich das gleiche, tut sich relativ wenig. Bin ich ein bisschen enttäuscht. Ich habe wirklich gedacht, wir gehen hier in Richtung des Monthly Pivots auf jeden Fall. Aber momentan auch hier wirklich Seitwärtsphase. Tut sich nichts. Ich bin weiterhin in meinem Trade, den ich hier unten eröffnet habe. Stop Loss ist mittlerweile auf Entry. Aber viel gibt es dazu momentan wirklich nicht zu sagen. Gut, dann soll es das jetzt mal zu den Charts gewesen sein. Ich werde auf jeden Fall die Woche nochmal eine XRP-Analyse machen, weil sich das auch von einigen in der Gruppe gewünscht wurde. Wie gesagt, schreibt mir einfach gerne in die Gruppe, wenn ihr irgendwelche Altcoin-Wünsche habt. Ich gucke mir das gerne an und versuche es dann auch in den Videos mit einzubauen. Momentan sind halt das so, sage ich mal, die trendigsten Coins oder die, wo ich auch momentan trade. Wenn ihr da noch irgendwelche Wünsche habt, postet es gerne in die Gruppe. Habe ich nichts dagegen und dann schauen wir uns das auf jeden Fall in dem Video mal an. Gut, dann gucken wir uns noch ein paar News an. Schweiz kündigt Kryptoanonymität den Kampf an. Sehr interessant. Könnt ihr euch auf jeden Fall mal durchlesen. Link ist unten in der Videobeschreibung. Und der IWF, der Internationale Währungsfonds, fordert stärkere Regulierungen für Kryptoassets. Wie überraschend, nachdem die ja sehr begeistert sind von Bitcoin oder anderen Kryptowährungen. Wie gesagt, der Link ist auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung. Ich werde es euch später auch nochmal in die Gruppe posten, damit ihr da nichts verpasst. Dann könnt ihr euch den Artikel auch nochmal in Ruhe durchlesen. Und was mir jetzt vorhin noch auf Twitter gekommen ist, by the way, könnt ihr mir auch gerne folgen, Manu Crypto Twitter, wenn ihr Bock habt. Nur momentan bin ich nicht so aktiv auf Twitter, nur mal so am Rande. Auf jeden Fall, was mir aufgefallen ist, beziehungsweise ich gestern vorhin ein bisschen überrascht war, Brasilien will Bitcoin als Zahlungsmittel eventuell machen, beziehungsweise Bitcoin will be currency in Brazil soon. Says Federal Rep, was weiß ich, irgendein Typ in Ding. In Brasilien auf jeden Fall schon mal eine bullische News. Müssen wir mal weiter im Auge behalten, ob sich da wirklich was tut. Wäre auf jeden Fall ein weiteres Land, sage ich mal, was es als Zahlungsmittel nach El Salvador bestätigt. Und auf jeden Fall bullisch, sage ich mal, für die nächsten Monate. Im Endeffekt, wir haben nur bullische News momentan. Jetzt mal abgesehen von den ganzen China, FAT etc. El Salvador läuft, El Salvador macht Kryptomining mit Vulkanenergie. Im Endeffekt, alles sieht Bombe aus. Lasst euch nicht von dem Pfad unterkriegen, nutzt solche Gelegenheiten zum Nachkaufen, so wie ich auch. Und dann wird das schon alles. Gut, dann würde ich sagen, war es das jetzt wieder fürs heutige Video erstmal. Wie gesagt, wenn ich es morgen schaffe, werde ich noch relativ spät abends dann ein Video machen, aber ich denke eher mal nicht. Und wenn nicht, hören wir uns auf jeden Fall am Mittwoch wieder. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da, ich würde mich auf jeden Fall freuen. Und dann würde ich sagen, hören wir uns spätestens übermorgen wieder und stay crypto.